zurück zu Tirantutier-V. Ja, ich habe bis auf einen Spieß alle gefunden. Sehen nur super aus, war für Charlottchen. Und wenn André die Lotteriezahlen sagt, packe ich das nächste Paket aus von Sientas. Die hat uns nämlich neue Geschirre gemacht, weil die Geschirre von Elvis und Sunny, die sind jetzt 4 Jahre alt. Die sehen nicht wirklich mehr schön aus. Und ich bin gespannt, wie die denn stehen. Gut, dann übernehme ich mal wieder. Sunny, du kannst Lotterie, mitnehmen. Lotterie. Findet ihr auf tiranto.de/lotter.htm. Ich mache Klick und dann gehen wir so Stück für Stück durch. Das Mondorakel ist noch nicht da gewesen. Kann ich also keine Auskunft drüber geben. Das macht die Lotta. Die hat aber ein super Reitvideo heute bei Schnaps raus eingestellt. Dazu später. Was? Dakotas Wildcard. Da sind schon mal die Geschirre. Jetzt bin ich aber noch weiter dran. Ich muss ein bisschen was erzählen. Dakotas Wildcard. Da klickt ihr einfach hier auf die Liste da. Auf das blaue Wildcard-Verlosung. Und dann geht ihr aufs aktuelle Video. Dann seht ihr das auch nochmal. Könnt ihr euch nochmal genau angucken. Eine Wildcard haben gewonnen. Die Eberköpfe. Und das Dye-White-Team. Und eine Starcard haben gewonnen. Rocco und Kiwi. So, als nächstes kommt Taras Beitrag des Tages. Das startet erst nächste Woche. Aber die Daphne hat mit der Tara ein Willkommensvideo für euch gemacht, das ihr liken könnt, da Tara Auslosung Ansage. Und das geht nächste Woche los. Das werdet ihr also erst nächste Woche Freitag hören, was da jetzt genau passiert. Beziehungsweise ab Montag werdet ihr die Beiträge bei Facebook sehen. Bei der Punkteverlosung ist nächste Woche wieder die Kira dran. Diese Woche ist die Fine am Werk. Und die Fine hat folgende Punkte ausgelost. Ein Punkt für Monis Rudel, ein Punkt für Lotta, ein Punkt für Team Neintat, ein Punkt für die Deister Gang und ein Punkt für Genie und Kira. Hat sie also direkt zurückgegeben an die Kira den Punkt. So, kommen wir zu Kiwis Thema des Tages. Wir haben nicht nur das Thema des Tages, sondern es gibt auch jeden Tag einen Punkt unter allen, die mitgemacht haben. Leider haben nur 5 Personen die Liste geliked, das ist nämlich hier das Video, da, Fragen der Woche. Die 7 hättet ihr liken müssen, dann wärt ihr dabei gewesen. Das haben leider nur 5 Personen gemacht, also kriegen diese 5 Personen die Punkte. Das ist also diesmal unerheblich, welche Zahl Kiwi gewotet hat. Und diese 5 Punkte gehen ans Dye-White-Team, an Monis Rudel, an die Deister-Gang, an Kiwi und an uns. Der Joshpot ist geknackt worden. Ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht. Und zwar hatten wir letzte Woche die Wildcard-Woche und da gab es ja nur eine Liste. Also brauchte ich auch nur einen richtigen Tipp. Und die Karin hat 1-4 getippt. 1-4 wäre falsch gewesen. Das zweite in der Reihenfolge wäre es. Die 2-4 ist es gewesen. Aber die 4 stimmt. Damit hat Karin 5 Punkte gewonnen für die Deister Gang. Herzlichen Glückwunsch. Und zuletzt der Eber-Tipp. Auch der ist geknackt worden. Der stand ja bei 2 Punkten. Da. Der Eber-Tipp 1-13 war es nicht. Ihr seht auf eberkopf.de. Gebe ich mal schnell ein. Schub. eberkopf.de. So, da seht ihr hier, die Kombination am 8.4. war ARD und 18. Also der Sender mit den meisten Tagessiegen oder mit der höchsten Quote der Woche war die ARD. Und die Zahl der Videos, die wir neu hochgeladen haben, war 18. Das seht ihr auch hier nochmal in den Quoten. Wer wann wie viel Tagessiege hatte, haben wir alles jetzt extra aufbereitet. Und da hat Monique richtig getippt und kriegt Monique 2 Punkte. Der neue Jackpot sind wieder 2 Punkte. Und damit ihr dann wisst, wähle ich es einfach mal selber aus. Wir nehmen Fine. Ihr seht jetzt Fines Beitrag und seht nochmal, wer die Punkte gewonnen hat. Und dann melden wir uns gleich wieder. Bis dann.